I am the Jochen and this is the Frühsport für Montag, den 22. November 2021. Schönen guten Morgen. Heute mit dem montäglichen Rückblick aufs Wochenende, insbesondere aufs Fußballwochenende. Heute mache ich es mal so, ich werde immer eine Fußballliga hier thematisieren und dann schwenken wir über zu einer anderen Sportart und dann wieder zurück zur nächsten Fußballliga. Das gibt mir dann auch mal Zeit, hier mein Papierkram neu zu sortieren. Ihr wisst ja, ich bin ja noch ein bisschen oldschool unterwegs hier mit, ich raschel mal hier mit meinen Papierlisten und Tabellen. Dann sortiere ich mich einfach wieder neu. Wir beginnen mal mit der Bundesliga und da gab es die Niederlage des FC Bayern schon am Freitagabend in Augsburg mit 1:2. Dortmund hat davon profitieren können, gewinnt 2:1 gegen Stuttgart am Samstag in, ja, kurz vor Schluss, mit dem Mute der Verzweiflung dann, aber gewinnt. Freiburg, der bisherige Dritte, verliert, und immer noch Dritte jetzt, aber verliert gegen Frankfurt gestern mit 0:2. Die Wolfsburger kommen nur zu einem unentschiedenen Bielefeld. Gut, sie lagen hinten, haben das noch gebogen. Auf ein Unentschieden zumindest. Und der Fünfte, RB Leipzig, der verliert ebenfalls, und zwar 0:2 in Hoffenheim. Also von den Top 5 ist Dortmund der Einzige, der gewinnen konnte. Und damit ist der BVB der große Sieger dieses Spieltages, ganz klar. Bayern bleibt zwar vorne mit 28 Punkten, die Dortmunder jetzt 27, nur noch einen hinten dran. Dann reißt eine Lücke. Dann haben wir als Verfolger mit 22 die Freiburger, mit 21 Leverkusen, die sich wieder zurückmelden in der Spitzengruppe, nachdem sie gewonnen haben 1:0 gegen Bochum und damit auch neuer inoffizieller Vereinsfußball-Weltmeister sind. Herzlichen Glückwunsch. Wer letzte Woche hier reingeschaut hat, kennt ja diesen wunderbaren Titel, den bislang die Bochum erhielten. Jetzt hat Leverkusen sie also geschlagen, ist damit neuer Weltmeister. Und diesen Titel gilt es jetzt in der Europa League gegen Celtic Glasgow zu verteidigen. Ich bleib dran. Die also jetzt immerhin zurück auf Platz 4. Dahinter noch mit 20 Punkten Wolfsburg und auch Union Berlin, die gegen die Hertha gewonnen haben, 2:0 im Stadtduell. Mit 18 Punkten kommt ein Trio hinten dran, Leipzig, Mainz und Gladbach. Die Mainzer gestern mit einem 1:1 gegen Köln und die Gladbacher gewinnen klar 4:0 gegen Greuther Fürth. Das ist jetzt nicht die große Leistung in der aktuellen Saison, muss man fairerweise sagen. Hoffenheim 17 Punkte dann. Dann schauen wir mal ans Ende der Tabelle. Da hat sich Augsburg durch den Sieg über die Bayern jetzt von den letzten drei Plätzen weggespielt, ist jetzt 15. mit 12 Punkten, 16. der VfB Stuttgart mit 10 Punkten, 17. Bielefeld mit 9. Ja, die Vierter mit ihrem einen Punkt weiterhin letzter. Und sie haben jetzt auch den Bundesliga-Rekord eingestellt, 10 Niederlagen in Folge. Das gab es bisher dreimal, jetzt viermal. Und wenn die Vierter am nächsten Spieltag erneut verlören, dann wären sie alleiniger Rekordhalter. Ob das so erstrebenswert ist, sei dahingestellt. Schauen wir zum Tennis und beglückwünschen Alexander Zverev, denn der hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die ATP-Finals gewonnen. Gewinnt das Endspiel gegen Medvedev mit 2:0. In der Vorrunde haben sie schon gegeneinander gespielt, wo das ein knappes Ding war. Jetzt gab es aber für Medvedev nichts zu holen. Das war eine sowas von glatte Geschichte. Da muss man fairerweise sagen, ist es auch verdient dann letzten Endes. Auch Djokovic im Halbfinale ja geschlagen, jetzt also im Endspiel Medvedev keine Chance gelassen. Das war in Ordnung so. Doppeltitel geht an die Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut, die jetzt gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury durchgesetzt haben, ebenfalls in zwei Sätzen. Auch hier Glückwunsch. So, damit sind wir mit der Tennissaison fast durch. Es gibt noch Davis Cup ab Mitte dieser Woche. Das Mannschaftsfinale ohne Zverev, der spielt da ja nicht mit. Aber andere werden da antreten, auch für Deutschland. Und da werde ich dann Mitte der Woche noch mehr dazu sagen, wenn es dann unmittelbar bevorsteht. Gehen wir zurück zum Fußball und steigen jetzt mal in die Frauenbundesliga ein. Heute mal nicht in die zweite Liga zuerst, sondern in die Frauenbundesliga. Denn die ist so unglaublich spannend vorne. An diesem Spieltag gab es ein 3:0 von Bayern München gegen Jena. Aber die München nur ganz kurz Tabellenführer für wenige Minuten eigentlich. Denn Wolfsburg gewinnt 5:1 gegen Essen und schiebt sich wieder nach vorne. Außerdem Frankfurt gewinnt 1:0 in Leverkusen. Und dann haben wir noch Hoffenheim. Die spielen 3:3 in Potsdam und verlieren dabei an Boden, muss man sagen. Es war ein Topspiel, na klar. Hier Zweiter gegen Fünfter, aber trotzdem für Hoffenheim ein Tick zu wenig. Die anderen Ergebnisse, Freiburg 2:0 in Sand gewonnen und Bremen-Köln 0:0 schon am Freitag in der Tabelle. Ist es vorne richtig eng. Wolfsburg jetzt 22 Punkte, dann haben wir Bayern und Frankfurt mit jeweils 21 Punkten, dann Hoffenheim 20 und Potsdam 19. Also sind wir von drei Punkten weiter in die ersten fünf.
Nach 9 Spieltagen von 22, das verspricht also weiter entspannt zu bleiben. Dann haben wir Leverkusen mit 15, die mussten schon ein bisschen abreißen lassen. Dann kommt die große Lücke zu einem breiten Mittelfeld und abgeschlagen am Tabellenende Jena Vorletzter mit 2 Punkten und Sand Letzter mit 1 Punkt. Die haben jetzt schon 6 bzw. 7 Punkte Rückstand auf den rettenden Platz. Da wird wohl nicht mehr viel gehen, glaube ich. Aber gut, was willst du machen? Formel 1, großer Preis von Katar gestern. Da hat Lewis Hamilton erneut gewinnen können gegen Max Verstappen. Der ist nämlich nur Zweiter geworden. Hat zwar die schnellste Rennrunde gefahren, damit wieder einen WM-Punkt gut gemacht. Jetzt könnten diese einen Bonuspunkt da für die schnellste Runde sich doch noch bezahlt machen. Denn dadurch hat Hamilton statt 7 nur 6 Punkte gut machen können auf Verstappen. Und der hat jetzt noch 8 Vorsprung. Sonst wären es 7 gewesen, die hätte man in einem Rennen klein machen können, aber 8 Punkte mit dieser Bonuspunkt für die schnellste Runde, das schafft Hamilton nicht im nächsten Rennen. Es sind jetzt noch 2 Rennen und Verstappen wird ins letzte Rennen als Führender gehen, das kann man jetzt schon sicher sagen, aber das ist natürlich trotzdem alles unglaublich spannend hier. Bleiben wir mal ganz interessiert dabei und schauen dann im Dezember, wie es ausgeht. Dritter übrigens, und das ist auch noch sehr erwähnenswert, Fernando Alonso, der alte Recke. Wie alt ist er jetzt inzwischen eigentlich, der gute Fernando Alonso? Weiß ich gerade gar nicht, steht hier nicht. Älter als ich? Keine Ahnung. Jedenfalls ist er Dritter geworden in Katar. So, immerhin, schöner Podestplatz für ihn. Vettel 10., Mick Schumacher 16. Das auch noch erwähnenswert, würde ich sagen. Gehen wir in die zweite Bundesliga. Da hat sich an der Tabellenspitze natürlich gestern nichts mehr getan. Da hatte ich ja schon angeteasert, wir haben einen neuen Tabellenführer, da, zumindest vorübergehend jetzt bis Mittwoch. Darmstadt 98 gewinnt 4:0 gegen St. Pauli und schiebt sich damit aufgrund der besten Tordifferenz vorneweg vor die Hamburger auf Platz 1. Die haben noch ein Nachholspiel am Mittwoch, das muss man fairerweise sagen, da können sie wieder vorbeiziehen. Aber wir Darmstädter genießen das mal für ein paar Tage, ist eine nette Momentaufnahme. Und dann ist er wieder vorbei. Die Tabelle ist auf jeden Fall abgespeichert und dann können wir mal sehen, wie die Saison weiter verläuft. Dahinter haben wir Regensburg und Paderborn. Paderborn jetzt vor den Regensburgern auf Platz 3, aber beide punktgleich mit. Also 26 Punkte Darmstadt St. Pauli jeweils, 25 Punkte Paderborn Regensburg. Das ist im Grunde auch eine Suppe da vorne. Die Paderborner, die spielen 0:0 in Hannover und Regensburg, die verlieren 1:4 beim HSV. Die dann wiederum in der Tabelle auch Boden gut machen. Jetzt auf Platz 5 die Nürnberger, die haben gewonnen, 2:1 in Sandhausen. Und dann kommt auch schon der HSV jetzt auf 6 nach dem Sieg und 7. ist Schalke nach dem 1:1 in Bremen, bei dem ja übrigens auch Simon Terodde seinen Rekordtreffer jetzt erzielt hat. 154. Zweitligator und damit ist er der alleinige Rekordtorschütze aller Zeiten. Glückwunsch auch an Simon Terodde. Also wir sehen, das ist eine ganz, ganz kompakte Spitzengruppe. Auch hier 3 Punkte Unterschied von Platz 1 bis 7. Auch das wird, glaube ich, noch extrem interessant werden. Dann haben wir die Heidenheimer. Die haben gestern 2:1 gegen Kiel gewonnen. Und wir schauen auch hier ans Tabellenende. Wir springen wieder das Mittelfeld, schauen nach hinten. Da haben wir auf dem Relegationsplatz, oder muss ich richtig mal gucken hier, Holstein Kiel ist wieder runtergerutscht auf die Relegationsplatzierung mit ihrer Niederlage in Heidenheim. Mit 14 Punkten, das ist eine ganze Bande mit 14 Punkten, die Hannoveraner und die Aue auch noch, Aue übrigens gewonnen 2:1 in Rostock. Dann mit 12 Punkten Sandhausen Vorletzter und Ingolstadt nach dem 1:1 gestern gegen Karlsruhe mit 6 Punkten weiterhin ziemlich abgeschlagen auf dem letzten Platz. Außerdem hat noch Dresden gegen Düsseldorf mit 1:0 gewonnen. Da haben wir den Spieltag also auch komplett und am Mittwoch dann das ausstehende Nachholspiel des vermutlich bald wieder Tabellenführer St. Pauli gegen die Sandhäuser. Wir werden sehen, wie das dann ausgeht. So, dann gucken wir zum Wintersport. Da gab es weitere deutsche Erfolge an diesem Wochenende. Und zwar Ski Alpin. Da gab es den zweiten Slalom der Frauen in Levi. Und es gab bei diesem zweiten Slalom lustigerweise im Grunde genommen das gleiche Ergebnis wie am Vortag. Petra Willhofer gewinnt vor Michaela Schifrin und Lena Dürr. Das ist das Erfreuliche. Sie ist wieder auf dem Podest als dritte. Glückwunsch auch zu dieser Leistung. Und beim Skispringen der Männer, da hat es Karl Geiger diesmal nicht ganz geschafft. Oder ein toller Zweiter hinter Granerüth in die Schneetagel. Also auch Podestplatz wieder für ihn. 8. Eisenbichler, 10. Laie vervollständigen das gute Ergebnis mit 3 Deutschen unter den Top 10. Und dann ist noch, was gab es noch? Gerodelt wurde noch. Da ist Julia Taubitz Zweite geworden auf der Olympiabahn in Yangqing bei
Peking, bei der Generalprobe sozusagen. Das ist ja auch eine ganz okaye Platzierung für sie, aber sie haben sich, glaube ich, die Deutschen, sage ich mal, die gab da ein paar Stürze noch und so, die Top-Platzierungen haben sich dann aufgehoben für die Spiele selber. Da bin ich mir relativ sicher. Da werden wir dann wieder Medaillen sehen, hier auch im Rodeln. Gucken wir mal. Im Doppeln der Bobberinnen. Da gab es einen deutschen Doppelerfolg, nämlich Laura Nold hat gewonnen vor Kim Kalicki. Also das war ein Ergebnis, auch wie es im Buche steht. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Und ja, das war so der Start ins Wintersportwochenende. Mehr Wintersport dann am nächsten Wochenende, weil da starten auch die Weltcups in so ziemlich allen Wintersportarten. Da wird es dann richtig voll. Eine wollen wir nicht ganz vergessen, nämlich Curling. Die hat ja jetzt mit der Europameisterschaft begonnen. Die Curling, also die Curling-Saison. Und die deutschen Damen sind da unglaublich super gestartet. Die Jungs halten noch so ein bisschen, ja, die Spannung hoch. 1:1 die Bilanz hier. Ein Sieg gab es gegen die Niederlande, eine Niederlage gegen Finnland. Da ist noch nicht so viel passiert. Aber die Damen um Daniela Jentsch, 3 Spiele, 3 Siege gegen Estland, gegen Italien und gegen die Schweiz. Das kann sich erstmal sehen lassen. Und das darf gern so weitergehen. Heute geht es auch weiter und der Eurosport Player zeigt einiges von dieser Curling-Europameisterschaft. Und Eurosport 2 ist um 8 Uhr in der Früh auch live dabei, live aus Lillehammer. Dann spielt auch Deutschland gegen Schottland. Und zwar, das sind dann auch wieder die, es müssen die Herren wieder sein, gell? Oder sind die Damen wieder dran um 8? Die Damen sind schon wieder dran. Können sie gleich ihren vierten Sieg folgen lassen, die Ladies. Das wäre auf jeden Fall eine schicke Sache. Wir drücken die Daumen an, uns soll es ja nicht liegen. Gut, dann ist mir vergessen umzublättern. Jetzt müssen wir weiter gucken bei der dritten Liga. Ich hier mal schnell so das Heft umblättern, das ist Technik pur. Dritte Liga, da gucken wir auch mal kurz drauf. Zwickau, Magdeburg abgesagt. Deswegen bleibt Magdeburg aber trotzdem Tabellenführer, weil der Vorsprung war A, groß genug und B, Osnabrück als Tabellenzweiter spielt nur unentschieden, aber ein fantastisches Spiel in Mannheim. 3:3, das Spitzenspiel. In der Tabelle Osnabrück jetzt 3 Punkte hinter Magdeburg, aber die haben halt noch dieses Spiel jetzt auszutragen, könnten also weiter davonziehen. Neuer Dritter ist Eintracht Braunschweig, die haben gewonnen 2:0 gegen Türkgücü am Wochenende. Dann haben wir Kaiserslautern, aber jetzt auch schon auf der 4 nach dem 1:0 gegen Wien Wiesbaden. Kommen die jetzt auch langsam aber sicher wieder in die Aufstiegsregion. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, dass die jetzt langsam ins Rollen gekommen sind für die Spannung da oben. Mannheimer folgen dann auf der 5, die hatten wir schon gerade. Saarbrücken ist jetzt 6. nach einem 4:2-Sieg in Verl. Und dann haben wir den SV Meppen auf der 7. Die spielen heute Abend um 19 Uhr gegen Viktoria Köln. Das Spiel auf Magenta Live ab 19 Uhr zu sehen. Und das ist eines von ein paar Fußballspielen, die heute Abend laufen. Die anderen, die europäischen Spiele am Abend sind jetzt nicht so der Großknaller, muss man fairerweise sagen. In Italien gibt es um 18:30 Verona, Hellas Verona gegen Empoli, 20:45 FC Turin gegen Udinese und aus Spanien 21 Uhr Vallecano gegen Mallorca. Alles auf der Zone, aber man muss nicht alles gucken, nur weil es läuft. Das gilt für diese Spiele meiner Meinung nach schon. Da würde ich eher noch Meppen gegen Viktoria Köln gucken. Meppen ja immerhin bisher doch überraschend gut in dieser Saison drin. So, wir springen auch hier wieder das Mittelfeld, gucken nach hinten, da haben wir auf den Abstiegsplätzen den SC Verl mit 16, Duisburg mit 16 nach der 2:3 Niederlage bei 1860, die sich durch diesen Sieg auch wieder ein bisschen absetzen konnten von der Abstiegszone. Die Würzburger Kickers sind Vorletzter mit 15 Punkten nach dem 1:1 bei Viktoria Berlin und der letzte Platz geht an Habelse, die haben 0:0 gespielt bei Freiburgs Zweiter. Aber mehr war dann eben für sie auch nicht drin. Fehlt noch ein Ergebnis. Halle gegen Dortmund 1:2. So, dann gucken wir zum Darts. Da gab es den Grand Slam of Darts und die Finalrunde am Sonntag. Und da ist es folgendermaßen zu Ende gegangen. Im Halbfinale hat Gervin Price sich klar durchgesetzt gegen James Wade. Und Peter Wright hat sich ganz okay klar durchgesetzt gegen Michael Smith. Und im Finale hieß es dann, nichts zu melden für Peter Wright, denn Gervin Price, der amtierende Weltmeister, gewinnt klar mit 16:8 das Finale und ist damit der Grand Slam Champion hier an dieser Stelle. Glückwunsch an Gervin Price. So, dann schauen wir auf die Fußballligen im Ausland, aber hier auch nur recht kurz. Beginnen wollen wir mit England. Da ist Chelsea weiterhin Erster nach dem 3:0 in Leicester.
Zweiter Platz Manchester City, die auch 3-0 gewinnen gegen Everton. Also alles geritzt da vorne. Neuer Dritter ist der FC Liverpool nach dem 4-0 gegen Arsenal. Vorbei an West Ham. Die verlieren mal wieder, nämlich 0-1 in Wolverhampton. Das vielleicht ein bisschen überraschend. Und Fünfter bleibt Arsenal trotz der Niederlage mit 20 Punkten. Das ist also die Top 5 an dieser Stelle. Wir gucken ans Tabellenende. Vielleicht noch erwähnenswert, dass Steven Gerrard wieder da ist und er hat mit Aston Villa zum Auftakt 2-0 gegen Brighton gewonnen. Damit Aston Villa erstmal wieder ein paar Punktchen Abstand zu den Abstiegsplätzen verschafft. Dort stehen jetzt mit 9 Punkten der FC Burnley, mit 8 Norwich City und mit 6 Punkten Newcastle jetzt auf dem letzten Platz. Schau einer an. Manchester United verliert erneut 1-4 in Watford und entlässt danach den Trainer, nämlich Solskjaer. Der ist also weg. Und das ist so die Quintessenz aus England gewesen. Gucken wir nach Spanien. Neuer Tabellenführer hier, Real Madrid, nach dem 4-1-Sieg in Granada. Profitieren natürlich auch vom Punktverlust von Real Sociedad. Die waren bisher Erster, spielen aber nur 0-0 gegen Valencia. Jetzt hat Real 30 Punkte, Real Sociedad 29. Nebenher auch noch ein Spiel schon mehr absolviert, das kommt aber noch erschwerend dann hinzu. Dritter 28, der FC Sevilla, die aber auch nur 2-2, das wollte ich glaube ich sagen, gegen Alaves. Sevilla jetzt also mit 28 Punkten Dritter. Vierter Atletico Madrid, die haben immerhin gewonnen, 1-0 gegen Osasuna, jetzt 26 Punkte. Und Betis auf Platz 5 gewinnt auch bei Elche mit 3-0. Jo, was macht Barcelona? Da schauen wir auch mal kurz drauf. Die haben auch gewonnen, 1-0 gegen Espanyol, hängen aber weiterhin den Top-Plätzen ein bisschen hinterher, haben immerhin jetzt ein bisschen sich rangetastet an Rayo Vallecano und damit so langsam wieder in Richtung Europapokalplätze. Hinten haben wir Elche, Levante und Getafe. In Italien wird es jetzt doch noch richtig spannend, denn Italien war ein Knallerspiel an diesem Wochenende, gerade aus der Spitzengruppe. Gestern Abend Inter gegen Napoli 3-2, mega Spiel gewesen, und am Vortag Florenz gegen AC Milan 4-3, also extrem torreich, auch gerade für italienische Verhältnisse, und Atalanta noch 5-2 gegen La Spezia. Guck mal, das sind 14, 15, 16, 19 Tore in diesen drei Spielen. Wow. Lohnt sich mal die Zusammenfassung anzugucken, wer die noch irgendwie sehen kann, der Zone oder sowas. Oder gibt es bestimmt auch auf YouTube irgendwo zu sehen. Das bedeutet, an der Tabellenspitze haben wir weiter Napoli und Milan mit jeweils 32 Punkten. Die haben ja beide verloren. Der Gewinner des Spieltags heißt Inter Mailand. Die haben jetzt 28 Punkte und damit den Rückstand von 7-4 verkürzt auf das Spitzenduett. Und dann haben wir Atalanta mit 25 auf Platz 4. Hinten in der italienischen Liga CFC Genua 9 Punkte, Salernitana 7 und Cagliari auch 7 Punkte. Und Frankreich noch, der kurze Hinweis, das war nicht so spannend, PSG gewinnt wieder, bleibt weiterhin vorne, Nizza gewinnt, Rennes gewinnt, Lens verliert, ein bisschen auch an Boden, dann ist nur noch Vierter jetzt. Okay, aber das Interessante, interessant irgendwo schon, aber nicht besonders schön, ist das Spiel Lyon gegen Marseille, das wurde abgebrochen nach 5 Minuten. Erst wurde es unterbrochen, weil es mal wieder unverbesserliche Zuschauer gab, wie so oft in der französischen Liga leider in letzter Zeit, die Dimitri Payet beworfen haben mit Flaschen und Ähnlichem und ihn eine Flasche am Kopf getroffen und dann wurde er behandelt. Spiel wurde unterbrochen und dann haben sich die Spieler von Marseille geweigert, zurückzugehen auf den Platz, dadurch das Spiel jetzt abgebrochen. Wie das ausgeht, wie das gewertet wird, weiß ich nicht, aber ich vermute mal nicht zugunsten von Olympique Lyon. Das müssen wir natürlich mal noch abwarten. So, was wir hier nicht mehr abwarten müssen, ist noch der kurze Ergebnisüberblick über die anderen drei deutschen großen Ligen und dann sind wir durch. Das machen wir doch schnell noch. NFL dann wie immer am Mittwoch. Fangen wir an heute mit Eishockey. Da haben wir die Niederlage der Wolfsburger in Schwenningen zu verzeichnen. München schlägt Augsburg und die Adler Mannheim verlieren gegen die Kölner Haie. Damit haben wir jetzt nach der Quotientenregel Red Bull München wieder vorne an der Tabellenspitze. Vor Adler Mannheim, Eisbären und den Grizzlies Wolfsburg. Die Kölner jetzt auf Platz 5 vorgerückt. In der Handball-Bundesliga gab es eine Absage Magdeburg gegen Lübeck. THW Kiel gewinnt in Göppingen und Stuttgart-Berlin endet nur unentschieden 32-32 und das bedeutet hier in der Tabelle, Magdeburg bleibt vorne, trotz allem, die haben ja schon so einen großen Vorsprung. Zweiter Kiel, dritter die Füchse Berlin und vierter jetzt Flensburg-Handewitt, allerdings noch mit 2 Nachholspielen, da können die auch noch ordentlich nachlegen. Und Lemgo ist Fünfter und die haben sogar noch auch noch ein Nachholspiel. Gut, aber das reicht nicht, um da ganz oben mit reinzuspringen. Gucken wir noch in die Basketball-Bundesliga. Da gewinnt Bayern München in Göttingen. Und das heißt in der Tabelle, dass die Bayern jetzt vorne sind, punktgleich mit den Helikon Baskets Bonn, jeweils 12 Punkte.
Ludwigsburg, Chemnitz, Crailsheim, Alba Berlin, Hamburg und Bamberg folgen allesamt mit 10 Punkten. Ist verrückt. Also sprich, das ist die halbe Liga eigentlich, die da oben jetzt fast punktgleich steht. Bleibt also auch hier spannend in der Basketball-Bundesliga. Und heute, für alle, die was gucken wollen, ich hatte schon gesagt, es gibt die dritte Liga und ein bisschen Fußball aus Italien und Spanien. Football gibt es aber auch noch, und zwar Monday Night Game. Da gibt es die Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Giants. Ab 14:45 live auf The Zone. Und dazu noch ein bisschen Curling. Und sonst ist das aber heute kein großer Sporttag. Muss ja nicht jeden Tag der Fall sein. Morgen ist wieder ein interessanter Sporttag. Und was es da gibt und wie der aussieht, sage ich euch morgen an dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Danke fürs jetzt dabei sein und kommt gut in die Woche. Einen schönen Start, guten Montag und bleibt gesund. Tschüss.